Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Sonne. Wir haben tatsächlich doch noch eine Prüfung gefunden hier am Ende des Canyons, kurz vor dem Podest, erwartet uns eine vermutlich letzte Prüfung in diesem wunderbaren Spiel und wir arbeiten uns jetzt mal gemütlich weiter nach vorne. Ganz entspannt, dieser Stein, der sieht verdächtig aus, okay. Hoppala. Nochmal so ein Midiras oder was kommt nu? Wir werden es gar nicht erleben. Oh nein, es wird größer. Ein Midiras. Doch, das ist jetzt ein Midiras. Was war das denn davor? Läuft bei mir, läuft bei mir. Alles kein Problem. Hi. Na? Du siehst auch nicht kacke aus, ne? Ist also. Aber jetzt auch nicht super schön. Das davor war niedlicher. So. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Midiras wurde besiegt. Sorry. Pepper hält 1390 spezielle Erfahrungspunkte. Der Rest bekommt auch noch ein bisschen was. Und dann ist das auch gut, ne? Die Präsenz ist jetzt zum Greifen nahe. Ja, wahrscheinlich da vorne, ne? Wo ich den Links rausziehen will. Das sieht doch schon nach Podest, wo ich so einen... Wenn ihr euch noch an die Demo erinnert, da war nämlich das Ende der Demo. Möchtest du den Sekristall aus dem Sockel nehmen? Ja. Oh, irgendeiner... Oh, du bist aber groß. Diradira ist groß und sieht nicht so glücklich aus. Okay, Grandiras Herrscher greift an. Yo, Grandiras Herrscher hüllt sich in eine besondere Aura und steigert so, ja, mehrere Dinge. Läuft schon. Er hat halt den Cheat-Mode aktiviert. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist, ne? So, was habe ich denn für... Ich habe gar keine Z-Kraft. Voll cool. Z-Kraft ist doch völlig überbewertet. Eisstrahl und los. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Au, 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 au. Lichtkanone. Das ist sehr effektiv. Grandiras ruft Mitstreiter. Ist mir geil. Es kommt niemand. Oh. Ein Sherox erscheint, okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Kämpfen, Eisstrahl, direkt nochmal auf Grandiras, dann ist der schon mal hinüber. Wie Framerate einfach voll am Abkacken ist, weil der DS das nicht packt, das ist so großartig. Grandiras wurde besiegt. Pepper erhält 3349 Erfahrungspunkte, der Rest bekommt auch noch was. Coda erreicht Level 54. Ach, die kleine Elektrokugel ist wirklich angekommen. Und er setzt Metallklaue ein. Ah, nein, Pepper wurde besiegt. Es tut mir leid, Pepper, es tut mir leid. So, Amphierer. Räche. Räche, unser guter Pepper. Du kriegst jetzt einen Flammenwurf in dein Gesicht, mein Freund. Das ist sehr effektiv, weiter so. Sherox wurde besiegt. Amphira 910 spezielle Erfahrungspunkte. Der Rest bekommt auch noch ein bisschen was. Und Prüfung ist... Du besiegst Grandiras Herrscher. Wer fällt jetzt den ganzen Ruhm ein? Amphira, ja? Wie fies. Grandiras ist in die tiefsten Tiefen des Canyons entschwunden. Ja, es ist jetzt halt auch ein bisschen, naja, eingeschnappt, dass es verloren hat. Wäre ich auch. Biong. Prüfung bestanden. Läuft doch. Du hast den Z-Kristall des Typs Drache, auch Drachium Z genannt, an dich genommen. Und wieder eine Prüfung bestanden. Aber du weißt ja, wer rastet, der rostet. Ja, das ist richtig. Okay, so warte, jetzt müssen wir erstmal in den Beutel. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht sinnvoll, unser Vieh hier wieder, unsere arme Pepper wieder zu beleben. Aber ich muss es trotzdem machen. Aber nicht mit einem Top-Beleber. Ein normaler Beleber soll mir reichen. Beleber. Ich kann sie nicht so besiegt hier zurücklassen. Das geht nicht. Pepper hat sich wieder erholt. Und dann bekommst du noch richtig schön was rein zum Heilen. Super Trank. So, das soll erstmal reichen. Okay, ich würde sagen... Dieser Stein sieht verdächtig aus, aber da ist nichts. Wir gehen weiter. Jetzt müssten wir gleich das Podest erreichen, schätze ich mal. Ja, es ist endlich geglückt. Wir haben es endlich geschafft. Sonnenkreis-Podium.
Oh, so viele Stufen. Wenn ich er wäre, würde ich sagen, fickt euch, Alter. Ich hau wieder ab. Das sind mir zu viele Stufen. Blaufuchs! Moin, Lili. Ah, gut bei dir oder was? Bist du ja auch noch hierher gekommen? Oh, guck mal. Man sagt, die Prüfung im Canyon von Pony sei die erste Prüfung, die je im Rahmen einer Inselwanderschaft durchgeführt wurde. Und du hast sie mit Bravour gemeistert. Ich hatte aber auch nichts anderes von dir erwartet, Blaufuchs. Ich meine, das ist die 7. Prüfung, die du im Laufe deiner Inselwanderschaft absolviert hast. Gratulation. Du wächst als Trainer wirklich über dich hinaus. Dein Vulnona hat aber auch Schwerstarbeit geleistet. Ich peppel es eben mal wieder auf. Verdammte Scheiße. Ach, hätte ich das doch. Ich hätte mir's, wenn ich das dann mal mache, ne, dann kriege ich direkt just im Anschluss, werde ich dann gepäppelt hier. Super. Wenn ich euch so sehe, werde ich immer zuversichtlicher, dass ihr euer Ziel erreicht. Ach was, ich bin mir sogar absolut sicher, dass ihr es erreichen werdet. Auch Pampraus ist sich sicher. Jetzt müsst ihr nur noch die Sonnenflöte und die Mondflöte zugleich erklingen lassen. Komm, Blaufuchs, gehen wir. Was soll ich sagen? Am Ende dieser sehr langen Treppe wartet die Spitze des Podiums auf uns. Schön, dass auch Rotom das merkt. Das ist aber eine ganz schön lange Treppe. Ist hier noch irgendwas versteckt? Ey, mal gucken. Man ist ja nicht so oft hier bei so einem Podiumsplatz. Aber sie haben hier nichts versteckt. Die Frage ist, wer hat diese Treppe gebaut, ne? Los geht's. Auf nach oben. Oh, die ist auch schon ein bisschen am Bröckeln. Hat so Herr-der-Ringe-Feeling. Du kannst nicht hinauf! Ja, muss ich aber. So lang ist sie gar nicht. Sie ist lang, aber sie ist gar nicht so lang. Hier noch irgendwas? Da ist nichts versteckt. Wobei, das sieht schon verdächtig aus hier, ne? Muss man ja sagen. Aber nee, ist alles gut. Ist nichts versteckt. Es ist nichts versteckt hier. Alles ist in bester Ordnung. Dann gehen wir mal hier entlang. An diesem Ort kann man die Kraft der Sonne sehr deutlich spüren. Wölkchen, bevor ich dich in deine Welt zurückschicke, muss ich Mutter zur Vernunft bringen. Ich will ihr mit meinen eigenen Worten sagen, was ich empfinde. Auch wenn ich kein Trainer bin, sollte ich das schaffen. Ja, ich denke, Leuten mit den eigenen Worten sagen, dass man sich kacke findet, das schafft man auch ohne, dass man Trainer ist. Die Mondflöte. Sie fühlt sich so vertraut an. Ich denke, dass ich ohne Probleme auf ihr spielen kann. Ja, ich kann kein Flöte spielen, aber ich puste halt einfach mal rein, ne? Das wird schon passen. Wahrscheinlich kommt dann das legendäre Pokémon, weil es so schief ist und will uns einfach nur... Hört auf, hört auf! Ja. Du musst dort drüben stehen, Blaufuchs. Ich muss erstmal gar nichts, ne? Aber ich kann. Du und Lilly, ihr müsst gleichzeitig auf euren Flöten spielen. Ja, zum Glück ist sie eine Frau. Okay, so, wo müssen wir denn hin? Ja, dann wollen wir mal auf unsere Flöte spielen. Willst du auf der Sonnenflöte? Ach so, ja. Ja, will ich. Dann lass es uns tun, Lilly. Ich kann zwar nichts, aber das passt schon. Oh Gott, ich grinse wieder bescheuert. Es hat auf jeden Fall einen Effekt. Oh. Sieht so ein bisschen Todessternmäßig aus. Wölkchen fliegt weg. Woo! Wölkchen ist zum legendären Poki geworden. Und jetzt rächt es sich für alles, was wir ihm angetan haben. Oh oh. Ui, sieht ja edel aus. Du. Meisterball geht raus. Meister. Wölkchen, es geht dir gut. Ich bin ja so froh.
bin ich vielleicht erschrocken, als du plötzlich aus meinem Rucksack gesprungen bist. Ich hätte nie geglaubt, dass der Klang der Flöte dir solche Kräfte verleihen würde. Wer hätte gedacht, dass du dich dadurch zu dem legendären Pokémon entwickeln würdest? Lalio! Davon stand nichts in all den Büchern, die ich studiert habe. Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass du dich zum legendären Pokémon entwickeln würdest. Solgaleo. Ich meine, Wörkchen, bitte, ich muss unbedingt Mutter sehen. Das weiß ich jetzt nicht. Wörkchen scheint nicht so glücklich zu sein. Doch? Nein? Ich kann es nicht so gut deuten. Ah, doch, guck mal. Oh ja. Das sieht schon cool aus. Oh, wir reiten auf seinem Rücken. Wie awesome ist denn das? Oh, wir gehen jetzt in... Oh, okay. Ja, ich wollte schon immer mal in diese komische Parallelwelt da, wo die ganzen merkwürdigen Superbesten herkommen. Warum auch nicht? Die Ultrapforte ins Ultraversum oder was auch... Ultradimension. Ja, das sieht aus, als wäre man unter Wasser irgendwie. Nur ohne Wasser. Na, herrlich. Ich bin überrascht, wie schön es hier ist. Aber die Luft ist ziemlich stickig. Das Atmen fällt ein wenig schwer. Hast du Angst? Stimmt. Wir wollen uns nicht zu sehr mit ihr verscherzen. Ich frage mich, ob Ultrabestien wirklich Pokémon sind. Wenn ja, sollten wir sie dann überhaupt Ultrabestien nennen? Doch jetzt ist nicht die Zeit, um sich Gedanken zu machen. Wir müssen weiter. Laliona! Was hast du denn? Du willst also hier bleiben? Ja, kein Bock, da weiterzugehen, ne? Mhm. Vielen Dank, dass du mich hierher in die Welt gebracht hast, Wölkchen. Ab hier übernehme ich. Laliona! Läuft. Sieht echt cool aus, das Biest. Na gut, dann, kann ich gegen dich kämpfen? In die eigene Welt zurückkehren? Nee, noch nicht. Noch nicht. Wir sind hier noch nicht. Wir haben hier noch unfinished business, wie ich mal meinen. Guck mal, Rotom schläft. Der sagt sich auch, oh, das ist mir zu gruselig. Das ist mir zu gruselig. Ach, guck mal, Bromley. Ich bin der Boss von Team Skull. Ich habe von nichts und niemanden Angst. Aber alles und jeder hat Panik vor mir. Und ich verrate euch jetzt mal was. Also sperrt besser die Lauscher auf. Ihr seid wirklich selten dämlich. Ja, danke, Bromley. Das wollte ich schon immer wissen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ihr überhaupt hergekommen seid. Aber tja, da seid ihr nun mal. In dieser trostlosen, fremden Welt wimmelt es nur so von diesen Ultrabestien. Ich habe versucht, mir eins von diesen Dingern zu schnappen. Klappte offensichtlich nicht so gut. Okay, er hat versucht es zu machen, indem er auf es zugerannt ist. Wolltest du das umarmen oder was? Normalerweise fängt man das doch in Pokebälle ein. Okay. Aber ehe ich mich versah, hatte sich das Ding mich geschnappt. Was dann geschah, ist schwer zu erklären. Es war, als wäre mein Körper und mein Geist plötzlich erwacht, als wäre ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich ein Bewusstsein. Ich bekam Panik. Was war hier los? Es war, als sei ich nicht mehr ich selbst. Dabei bin ich doch der Boss von Team Skull, der von nichts und niemanden Angst hat. Mit Samantha ist das gleiche passiert. Sie ist inzwischen viel zu stark für uns. Für Samantha existiert nur noch ihre wunderschönen Ultrabestien. Worte reichen sie nicht, Gefühle prallen an ihr ab, nichts dringt mehr zu ihr durch. Ich werde trotzdem zu ihr gehen. Lily ist sehr fest entschlossen. Bromley ist leicht aufgerieben, da geht nicht mehr viel. Und wir sind natürlich doof und latschen hinterher. Für Samantha existieren und auch ihre wunderschönen Bestien. Worte erreichen sie nicht, Gefühle prallen an ihr ab, nichts dringt mehr zu ihr durch. Du wiederholst dich, das sagtest du bereits. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Mhm. Es sind schon sehr merkwürdige Biester.
Da ist sie ja. Hey, Samantha. Ach ja, die Welt meiner Ultrabestien. Ist sie nicht einfach atemberaubend? Das Einzige, was es hier gibt, sind die Anego und meine Liebe zu ihnen. Es ist wie im Traum. Ich glaube, ich befinde mich hier wahrlich und wahrhaftig im Paradies. Aber nein, ihr Nervensägen müsst natürlich wieder alles kaputt machen. Wer hat euch das Recht gegeben, diesen Ort mit eurer Anwesenheit zu stören? Bis ihr kamt, gehörte diese wunderschöne Welt nur mir und den Anego. Nur dir und den Anego? Was redest du denn da? Bromley ist doch auch noch hier. Und leicht im Arsch. Der ist mir völlig egal. Ich habe die Nase voll von ihm. Ich habe es endlich geschafft, in diese wundervolle Welt zu kommen. Und er will mich dazu... Und er will mich dazu bringen, wieder in unsere eigene Welt zurückzugehen. Davon will ich aber nichts hören. Ich habe keine Geduld mehr für sein närrisches Geschwätz. Okay. Immer denkst du nur an dich. Das machst du immer so. So war das schon im Ätherparadies und hier jetzt wieder. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Warum sollte sich nicht alles um mich drehen? Ich will eben in einer Welt leben, die voll von dem ist, was ich liebe. Vanillepudding. Du magst mein Eigenfleisch und Blut sein. Du magst dich noch so sehr nach meiner Liebe und Anerkennung sehnen. Aber selbst wenn du das seltenste Pokémon auf der ganzen Welt wärst, wenn du nicht die Schönheit besitzt, meiner Liebe würdig zu sein, bist du für mich einfach nur überflüssig. Mann, was ist das denn für eine widerliche Person, ey? In meiner Welt ist nur Platz für Dinge, die ich liebe und die mir wichtig sind. Ich hab genug. Kinder? Kinder sind doch nicht das Eigentum ihrer Eltern. Und für Pokémon gilt das Gleiche. Ein Trainer kann nicht einfach frei über das Schicksal seiner Pokémon verfügen. Ich bin ein lebendiges Wesen. Und Cosmog ebenfalls. Kinder und Pokémon sind keine Gegenstände. Sie haben ein eigenes Bewusstsein. Man kann sich ihrer nicht einfach entledigen, sobald sie einen nicht mehr interessieren. Du bist einfach nur gefühlskalt und grausam. Ja, grausam bist du. Grausam bin ich, ja. Und inwieweit sind Trainer da anders? Pokémon, die sie nicht brauchen können, werfen sie doch auch einfach aus ihrem Team. Ganz wie es ihnen gerade in den Kram passt. Aber belassen wir es dabei. Dieses Gespräch führt zu nichts. Nur eins noch, Lilly. Ich kann und will dir nicht vergeben, dass du mit Cosmog einfach so auf und davon bist. Als du noch klein warst, hättest du es nie gewagt, dich mir zu widersetzen. Damals konnte ich noch eine gewisse Schönheit in dir erkennen. Aber du hast dich verändert. Du lehnst dich gegen deine eigene Mutter auf. Wie konntest du bloß so hässlich werden? Daran ist allein dieser Blaufuchs schuld. Er hat dich verdorben. Ja, du Blaufuchs. Und jetzt wagst du es auch noch, in die Welt von mir und den Anego zu kommen? Es reicht. Anego und ich, wir werden dir nun eine Lektion erteilen. Na dann, Mann, los. Ich habe das Gefühl, uns steht ein Kampf ins Haus. Okay. Das sieht nicht so gesund aus, muss ich jetzt mal sagen. Ja, wieso denn nicht? Man kann nochmal eins mit so einem Anego werden. Oh, perfekt. Schon kann ich mich vom Kampf fliehen. Ether-Präsidentin Samantha fordert dich heraus, aber
Da muss sie sich jetzt noch ein bisschen gedulden. Das werden wir erst im nächsten Part weiter erleben. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und werden mal gucken, dass wir Samantha vielleicht wieder ein bisschen Vernunft einprügeln. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.